just make me crack. Hallo Leute und willkommen zurück. Ich bin's immer Jan und ja, wie ihr es vielleicht im Titel lesen könnt, werde ich nochmal eine Zitrone essen. Ja, erstmal kurz, bevor ich irgendwas dazu sage, ich weiß, es ist ziemlich dunkel immer noch und alles, ich habe immer noch keine neue Birne, ich sollte mir langsam eine besorgen, aber das wird bald auf jeden Fall gemacht. Und ja, es wollten nochmal welche sehen, dass ich noch eine Zitrone esse, weil sie es so lustig fanden. Und ja, dann habe ich direkt noch eine Challenge reingedrückt bekommen, beziehungsweise, ja, wurde mir unterstellt, ich würde es nicht schaffen, eine ganze Zitrone, also würde ich jetzt schälen, eine ganze Zitrone so zu nehmen und dann im Mund zu stecken und halt dann zu kauen. Und ja, dann habe ich gesagt, Challenge accepted, das probiere ich aus. Ja, damit mir jetzt auf jeden Fall glaubt, dass es eine Zitrone und so ist, ich weiß ja nicht, ob man das, wenn die jetzt geschält ist, unterscheiden kann von zum Beispiel einer Mandarine oder so, weil ich habe es mir noch nicht genau angeguckt, aber beim letzten Mal, als ich die gegessen habe und alles, sah das so aus, als würde die dann halt so geschält werden können, einfach wie eine Mandarine und so. Und kann ja sein, dass sie dann auch innerlich so aussieht wie eine Mandarine und dass man das dann irgendwie unterscheiden kann. Deswegen ist sie jetzt auf jeden Fall auch ungeschält. Ich denke mal, so sollte man schon erkennen, dass es eine Zitrone ist. Hoffe ich doch jetzt mal, dass ihr es erkennt. Und ja, damit ihr auch nicht denkt, dass ich jetzt irgendwie schummel oder so, werde ich die jetzt auch noch hier im Video schälen. Und ja, werde dann jetzt das wahrscheinlich in den Zeitraffer oder so abspielen lassen, weil wenn ich jetzt einen Cut machen würde, dann würdet ihr wieder sagen, ja, kannst du auch jetzt eben getauscht haben mit einer Mandarine. Wie gesagt, vielleicht sieht es auch innen ganz anders aus als eine Mandarine. Aber dann ist es halt jetzt so, dann weiß ich es fürs nächste Mal, falls ich nochmal so ein Video mache. Und ja, auf jeden Fall könnt ihr euch schon mal darauf freuen. Wenn ich das nicke, werde ich so einen Zeitsprung machen. Also kann man ja machen, drück hier rauf, dann kommst du da hin, wenn ich anfange zu essen und so. Muss ich mal gucken, ob ich dran denke. Und ja, ich werde das jetzt einfach schälen und hoffe ich mal, freut euch das zu sehen. Wie gesagt, ich werde die schälen und genau, also ich weiß, ist jetzt nicht so groß. Wir hatten halt jetzt keine Größe, meine Mutter hat die geholt. Das ist jetzt vielleicht nicht so, weil es Bio ist oder so, keine Ahnung. Also meine Mutter, ich habe gesagt, ist egal, ob Bio oder nicht. Jetzt hat sie Bio geholt, obwohl Bio also normalerweise teurer ist, soweit ich weiß. Naja, Hauptsache sie ist sauer und ja, dann werde ich es jetzt... Ich glaube, ich habe es gesagt, wie gesagt, es ist ziemlich klein. Ich könnte noch eine zweite nach unten nehmen, aber ich denke mal, allein, dass ich die ganze in den Mund stopfe. Und außerdem, wenn die viel zu groß wäre, dann würde ich die auch gar nicht mehr so in den Mund kriegen. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an zu schälen und werde das dann, wie gesagt, mit Zeitraffer machen. Wenn es jetzt einfach so einfach geht. Den Kern sehe ich hier gerade so nicht, glaube ich. Nee. Okay, dann tue ich mal die Schale runter. Hier ist es. Und ich werde jetzt einfach so essen. Ich werde mal. Ja, und dann werde ich zur Not halt, wie gesagt, in Premiere Pro. Ich darf jetzt eigentlich, dürfte ich das jetzt auch nicht mal runter machen, weil ihr könnt ja, kann ja sein, dass. Ich zeige euch einfach gleich, dass hier unten nichts liegt. Dann passt das ja. Also, ich zeige gleich mit der Kamera noch, auch wenn ich meine Hände dann vorher waschen will eigentlich, aber gut, vielleicht mache ich das dann einfach nochmal in Zeitraffer. Jetzt sollte der Zeitraffer aussehen, wie auch sein. Mache ich wahrscheinlich nochmal Zeitraffer, dass ich meine Hände wasche und dann mit der Kamera zeige, dass hier unten nichts. Aber ich muss es auch vorher zeigen, ich kriege das schon irgendwie hin. Ich hätte mir aber zumindest...
irgendwie ein Handtuch oder so nehmen soll. Naja, wird schon irgendwie schief gehen. Halt, ich muss euch das ja zeigen, dass auch nicht hier unten noch irgendwie was anderes liegt, ne? Okay, das ist die Zitrone. Geschält. Ja, ich weiß, sehr schön. Und ich habe ein bisschen Angst, muss man sagen. Weil, naja, ne? Also, natürlich nicht, weil es zu sauer werden könnte, sondern einfach wegen dem Geschmack. Wenn das so viel leckerer Geschmack auf einmal ist, das... Nee. ja. Also, ihr wisst ja, mittlerweile esse ich ja täglich Zitronen. Hatte ich ja im letzten Video gesagt. So, ich muss mal irgendwie Kamera eigentlich noch anders, sonst sehe ich gar nicht wirklich, was ihr seht, aber müsste eigentlich passen. Gut. Scheiße. Warum mache ich sowas? Warum nehme ich sowas an? Gut. Scheiße, ey. Ja. Das ist... Stellt euch das einfach mal vor. Ihr habt jetzt so eine Zitrone in der Hand und nehmt die in einen Bissen. Das ist, wenn ich das vorstellt, allein schon, ey. Die Vorstellung geht noch, als ich mir das vorgestellt habe, ging es auch noch. Aber jetzt, wenn sie dir wirklich in der Hand ist und du sie jetzt im Mund stecken willst, dann... Na... Dann ist es dann doch nicht mehr so toll. Aber gut. Ich habe die Challenge angenommen und ich werde sie auch machen. Auch wenn ich Angst habe. Oh Mann, okay. Scheiße. Ich muss mein Messer eigentlich auch noch woanders hin tun, damit ich nur die Schüssel, wenn ich doch irgendwas rausspucken muss, dann die Schüssel ab zum Ausspucken. Na gut. Na gut. Ich habe Angst. Ich schaffe das. Nochmal tief durchatmen. Ah. Es ist gar nicht sauer, nein. Ah, gleich fangen meine Augen noch an zu tränen. Das war nur zwei Kerne, wirklich. Ich. Keine Ahnung, könnt ihr das auch sehen. Da ist nichts von der Zitrone drin. Sondern wirklich nur zwei Kerne. Mmh. So langsam geht's. Der Saft ist raus. Und es ist nicht mehr ganz so sauer. Oh. Boah. Muss ich natürlich auch zeigen, dass ich nichts mehr im Mund habe. Das ist eigentlich das scheiß Licht hier dafür. Muss ich mal kurz. Damit ihr auch wirklich seht, ich weiß, ihr wollt meinen Mund eigentlich gar nicht im Inneren sehen, aber damit ihr auch wirklich seht, dass ich es ganz auf hab und nicht irgendwie was noch im Mund habe und das gleich ausspucke oder so. Und der Zunge ist auch nichts. Ja, ich weiß, so wunderschön, dass ihr jetzt meinen Mund gesehen habt. Aber ich will euch natürlich auch beweisen, dass. Wow, dass ich sie ganz gegessen habe und nicht noch irgendwas ausgespuckt habe oder sonst was. Ich zeige euch das ja eh gleich nochmal, dann seht ihr auch, dass da nichts von der Zitrone drin ist, sondern nur die zwei Kerne. Keine Ahnung, wie gut man das gerade gesehen hat. Und boah, mein Auge tränt schon fast, ey. Das ist so, ein bisschen Tränenflüssigkeit ist schon im Auge, aber tränt wird es noch nicht ganz. Aber ist auch schon knapp, ey. Boah, also das war nicht jetzt, weil es so sauer war, nein, das war, weil es so lecker geschmeckt hat. Das, so ein Geschmack, dass man fast heulen muss, wisst ihr? So lecker war das. Ja, bestimmt, Jan, bestimmt. Okay, aber ich würde mal sagen, Challenge bestanden. Ich habe es erfolgreich gemacht. Ich habe die ganze Zitrone aufgegessen. Sieht auch keine Stücke an die Finger.
Ja. Mhm. Okay. Mhm. Ich das mal wegmachen, nicht, dass mich das irgendwie stört. So. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, Challenge bestanden. Und ja, dann hoffe ich, ich glaube, ich habe alles gesagt, Challenge bestanden. Nochmal Challenge bestanden. Nein, ich wollte jetzt noch nicht tausendmal wiederholen. So, dann hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat, diese kleine Challenge. Und dass ihr vielleicht wieder was zu lachen hattet. Und ja, die Challenge werde ich natürlich, also werdet ihr jetzt auch gesehen haben, nicht ins Zeitraffer machen. Ja, aber die anderen Sachen halt habe ich dann nur aufgenommen, damit ihr seht, boah, dass ich, ja, dass es wirklich Zitrone ist. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet was zu lachen. Ich würde mich natürlich, ich würde mal über eine Bewertung freuen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Und eigentlich sollte ich die Abmoderation noch nicht ganz machen, weil, ich euch noch zeigen sollte, dass ich hier nichts liegen habe. Also keine irgendwie Mandarine oder so. Also hier schon mal in der Hand, Hosentaschen ist eigentlich auch nichts. Da kann man drauf und ist nichts. Hosen hinten habe ich glaube ich gar keine. Sexy ass, Mann. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob ich da eine Hosentasche habe, doch hier, aber da ist auch nichts drin. So. Na gut, und dann guckt ihr noch auf den Boden. Also ich zeige euch jetzt noch den Boden, dass da auch nichts ist. So, da ist die Taschenlampe. Da ist das Messer. Hier liegt auch nichts aus meinem DS, mein 3DS mit und Brötchen und so. Und da habe ich auch nichts drin versteckt. Das wollte ich euch aber, denke ich mal, jetzt nicht zeigen. Das Messer. Hier ist auch nichts drin. Und wie gesagt, habe ich auch nichts ausgespuckt. Das sind nur da die Kerne, die ich da reingespuckt habe. Ich hoffe, man sieht das jetzt auch im Video gut. Und ja, unterm Bett dürfte auch nichts sein. Seht ihr jetzt aber wahrscheinlich auch schlecht. Komm, damit ich auch hier richtigen Beweis habe. Da. Der ist nix. Da auch nicht. Ha. Unter meinem Tonny oder so verstecke ich auch nichts. Also, ich denke, das sollte Beweis genug sein, dass es auf jeden Fall eine Zitrone war. Und ja. Denke ich jetzt zumindest mal. Ich hoffe mal. Wenn nicht, dann ist es halt so. Ich weiß, dass es eine war. Und ja. Dann moderiere ich halt jetzt nochmal ab. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr wartet, was zu lachen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ich würde mich auf jeden Fall über eine Wertung freuen. Und ich sage es mal, tschüss, bis zum nächsten Mal.